Wir spielen das Wort für Wortspiel. Ich erkläre es kurz. Zwei von euch bilden jetzt zusammen eine Person. Das bedeutet, ihr sprecht sozusagen mit einer Zunge. Sätze bildet ihr immer gemeinsam und zwar, indem ihr immer abwechselnd ein Wort sagt. Also, Oliver und Mirko, ihr seid zusammen eine Person. Und ihr werdet von Barbara interviewt. Und für dieses Interview brauche ich jetzt erst einmal eine Sportart. Was? Mein Gott, da sind Sie wieder enthusiasmiert. Wir hatten Minigolf, wir hatten Eishockey. Synchronschwimmen ist sehr schön. Ballett. Synchronschwimmen hat mir gut gefallen. Aber wir brauchen jetzt, so einfach soll es ja nicht sein, wir brauchen jetzt auch noch ein Tier. Faultier. Känguru. Nasenbär, sehr süß. Ich fand das Faultier total klasse. Also, ich würde sagen, Oliver und Mirko, ihr seid jetzt Trainer für Synchronschwimmen bei Faultieren. Und ihr werdet jetzt von Barbara interviewt und vergesst nicht, ihr seid eine Person und sprecht immer Wort für Wort. Guten Abend, hier ist das aktuelle Sportstudio. Mein Name ist Wolf-Dieter Poschmann und heute heißt es bei uns Sport absurd. Herzlich willkommen, Herr Dr. Klöckner. Guten Abend, Herr Dings. Bums. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie trainieren ja nun Faultiere im Synchronschwimmen. Wie genau läuft dieses Training ab? Nun, das morgens, das ist natürlich nicht so einfach zu bewerkstelligen, wie natürlich manche andere Deppen das glauben. Gerade noch versenkt. Woher stammen denn diese Faultiere? So einige Faultiere stammen ganz zufällig aus meiner Heimatstadt. Nämlich Berlin. Berliner Faultiere. Sind Berliner Faultiere besser geeignet als andere Faultiere, um diese Arbeit zu tun? Im Prinzip ja. Nun spricht man ja. Nun spricht man ja gerade im Zusammenhang mit Faultier-Synchronschwimmen viel von Doping. Was ist dran? Da muss man mal richtig die Sau raus. Und jetzt kommt's lass. Hey, denn so ein Faultier kann nun mal schwimmen, wenn Wasser, wenn Wasser, ja, Wasser, wenn Wasser im Becken ist, natürlich. Tierschützer ja. sind natürlich auf den Plan gerufen worden und sagen jetzt, das darf nicht sein. Was entgegnen Sie diesen Tierschützern? Geht doch einfach nach drüben, ihr Arschlöcher! Entschuldigung, ich hab's Ist auch kein einfacher Job, sowas, also Synchronschwimmen, nee. Sowieso.